Und zack. Boah, da knackt's wieder rum, ey. Okay. Flüchtlingsruhe entdeckt. Der Aufstand von Erstburg, den kennen wir, glaube ich, schon. Und Ahlen und Dunmeer kennen wir auch schon. Beziehungsweise, ich glaube, das kommt sogar in unserer Geschichtsstunde dran. Hier müsste doch sicher eine Belohnungskiste stehen, die man auch noch aufschließen muss. Was ist denn das für ein Frevel? Jetzt mussten wir hier schon Trolle bekämpfen. Dann müssen wir noch die Truhe selber aufschließen. Jawohl. Quecksilberbahn, sehr schön. Silberhalskette. Alles nur her damit. Wie viel Geld haben wir denn eigentlich gerade? 15.000. Das ist jetzt nicht die Welt, aber... Betadenosing. Ah, was ist denn hier? Dekret des Monuments. Okay. Dieser Turm diente einst als Treffpunkt, an dem die tapferen Seelen, die sicher in Himmelsrand gelandet waren, ihre Lieben fanden oder Nachricht für jene hinterließen, die nicht gefunden werden konnten. Eher zu Ehren jener stehen bleiben, die die Stärke und den Mut besaßen, die Verheißung von Himmelsrand anzunehmen, nicht gebunden an Tarnen noch Fürstentum, selbstverwaltet mit freier Religionsausübung ohne Zahlungen an Himmelsrand oder das Kaiserreich, außer wie in den alten Waffenstillstand niedergelegt, wo immer jene noch gelten mögen und möge fortan weder Mensch noch mehr sagen können, dass die Söhne und Töchter von Kühne ohne Gnade oder Ehre seien. Wir, die Jarl von Himmelsrand, erklären diese Stätte hiermit zum Denkmal an den Kampf derer, die in der Zeit nach dem Roten Jahr aus ihrer Heimat Morrowind flohen. Das ist doch nett. Oh. Schon wieder ein Kaninchen. Aber diesmal werde ich es wiederbeleben. Für die liebe Tammy. So. Und wir haben ein Haustier. Auch wenn es leider nach einer Zeit zu Staub zerfällt, da kann ich nichts dafür. Folgt uns das jetzt auch? Ja! Häschen! Speed-Häschen. So, darfst uns begleiten zum Schrein von Boetia. Wäh! Warum das Ding eigentlich Schrein heißt? Müsst ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Warum heißt ein Schrein eigentlich Schrein? Oh, ein Zweiklingentoter? Was ist denn hier passiert? Oh. Los, Kaninchen! Wow! Ah, ein Hexenrabe ist das schon wieder. Tschüss, du Hässliche. Hinfort mit dir, Kreatur des Bösen. Na, deine Federn kannst du mir da lassen. Daraus brauche ich mir ein schönes Tränklein. Eigentlich voll eklig, wenn es so Arschfedern waren. Hier wächst wieder viel Zeug. Ich nehme schon wieder die ganze Botanik mit. Zack. Ich finde es immer lustig, wenn so ein Finisher eingeleitet wird, obwohl der Typ noch nicht mal stirbt dann. Die Chance, dass Lydia ihn in dem Moment erschlägt, wäre natürlich auch noch da gewesen. Also ich muss schon sagen, liebe Boetia, zu deinem Schrein, da kommt man echt schwer hin. Finde den Boetia-Kult, okay. Kampfmusik. Wir sind die Anhänger von Fürst Boetia. Wollt ihr euer Können auf die Probe stellen? Siggi! Wir sind nach Boetias Vorbild erschaffen. Mit unseren Zungen und Klingen prägen wir der Welt unseren Willen auf. Ihr seid ein Nichts. Ein leerer Hauch, zerstreut von der leichtesten Brise. Ich habe keine Angst vor euch. Gut, vielleicht habe ich euch falsch eingeschätzt. Wer ist Boetia? Der Fürst der Pläne, Täuscher der Nationen, Verschlinger von Trinimark. Die Königin der Schatten, Göttin der Zerstörung. Er, der zerstört, und sie, die auslöscht. Unser Fürst trägt viele erhabene Namen, aber sie werden nur uns Sterblichen gerecht.
sprecht ihre mächtigen Namen bis zum Ende der Zeit aus, und sie bedeuten nichts. Namen bedeuten unserem Fürsten nichts. Sie kümmert sich nur um jene, die sich um sich selbst kümmern, deren Herzen gefüllt sind mit Entschlossenheit, die ein Leben voller Taten führen. Ich brenne vor Tatendrang. Wenn ihr einen Blick auf unsere dunkle Herrin werfen wollt, müsst ihr Folgendes tun. Stellt zuerst unter Beweis, dass eure Zunge für das Lügen geschaffen ist. Findet jemanden, erlangt sein Vertrauen, führt ihn zum Schrein. Befehlt eurem Sklaven dann, die Säule der Opferung zu berühren. Ihre Magie wird ihn umhüllen und wehrlos machen. Dann, gestärkt durch Gewissheit, stecht tief mit der zeremoniellen Klinge zu, damit das Wasser seines Herzens euch reinigt. Ist euer Wille stark genug, wird Boetia in ihrem dunklen Anwesen erweckt und wird vor uns erscheinen. Ich mache es. Was anderes bleibt mir nicht übrig. Doch wenn es so ist und Boetia erscheint, werden wir euch als einen von uns willkommen heißen. Finde den Boetakult, locke jemanden in die Fänge des Schreins und ermorde ihn. Hallo, Lydia. Nee, Lydia nehmen wir dazu nicht. Ich werde jetzt erstmal hier einen auf Schnellreiser machen und hier runter... Moment. Ich werde jetzt nach Kühneshain zurückreisen. Da gab es nämlich auch noch eine Mine, die ich erkunden wollte. Dann werde ich noch Windhelm entdecken und dann... Ja, was wollten wir eigentlich am Anfang? Das ist immer so die brennende Frage, die dann danach aufkeimt, wenn man keine Ahnung mehr hat, worauf man sich eigentlich konzentrieren wollte und sich schon wieder in dutzende Quests verrannt hat. Haha! Das wollte ich jetzt einfach mal gemacht haben. Oh, es ist tot, scheiße. Ich muss euch bitten, damit aufzuhören. Dieses Geschrei macht die Leute nervös. Wird vielleicht nur ein- oder zweimal wieder vorkommen. Gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Moment. Dann denkt ihr also, wir können einige der heiligen Bäume dort oben fällen? Hier war doch auch noch eine Mine. Hm? Habt ihr schon gehört? Es gab noch... Ja, habe ich schon gehört. Ich habe ja den Drachen auch besiegt, Spacko. Wenn ihr hier Geschäfte machen wollt, werdet ihr nicht an mir vorbeikommen. Falls ihr Malachit sucht, seid ihr an der richtigen Adresse. Ich bezahle euch für jeden Brocken, den ihr aus der Dampfmaschine buddelt. Malachit gibt's hier also, okay. Spitzhacke. Achso, die ist leer. Ah! Da ist es ja schon. Das wunderschöne Malachit. Okay. Da ist noch mehr. Her damit! Bin ja schon gespannt, was ich aus dem ganzen Zeug machen werde. Moha. Steck den Lack in Brand. Kjeld spricht für Kühneshain. Jeder, der etwas behauptet, sucht Streit. Meine Güte, was müssen uns diese Leute eigentlich mal alle so anquatschen und so blöd anmachen, echt? Das muss doch nun wirklich nicht sein. Ja. Her mit dem Malachit. Das Zeug habe ich immer gerne. Ich habe jede Form von Barren oder so ähnliches gerne, weil wenn man es nicht mehr braucht, kann man es auch verkaufen. Es bringt Geld und mit Geld kann man sich andere schöne Sachen kaufen. Also ihr seht, es ist ein ewiger Kreislauf hier und man kann hier im Prinzip eigentlich alles zu Geld machen. Eben auch Erze etc. etc. pp. So, und ich habe jetzt... mein Stundenglas wieder komplett aus den Augen verloren und weiß nicht, wie lange ich noch aufnehmen kann. Aber egal, ich mache jetzt einfach mal so lange, bis halt Ende ist, ne? Und so, wie komme ich jetzt da hoch?
denke mal so. Ah ja, wieder Pilze für mich. Ich sehe schon Alchemie, das wird noch spaßig. Also, Moment, habe ich hier vielleicht was übersehen? In die andere Hand packe ich mir jetzt mal die Fackel. Pilze hier wachsen, das ist ja der Wahnsinn. So, gibt es jetzt noch irgendwo Malachiterz oder war es das jetzt hier? Ja, da sehe ich doch noch welches. Her damit! Jawohl, so baut man heute ab in den Minen. Das nennt man aggressives Abbauen von Ressourcen. Schade, hier ist nichts, okay. Sieht aber irgendwie witzig aus. Und, yeah, kommt er. So gibt der Stein auf jeden Fall was her. Ich frage mich, ob es einen Unterschied macht, ob ich so abbaue oder ob ich dann mit E auswähle und abbaue. Das interessiert mich echt mal. Könnt ihr mir ja auch mal in die Kommentare, ihr müsst auch mal ein bisschen was tun hier und mal in die Kommentare schreiben, ob das was macht. Ob man vielleicht mehr bekommt, wenn man mit E abbaut oder ob man mehr bekommt, wenn man drauf einprügelt wie ein Blöder. Naja, ist jetzt auch egal, im Moment zumindest. Da warte ich einfach auf eure... ich komme hier nicht mal raus. Auf eure Kommentare. So, da haben wir eine Schmelzhütte, da werden wir das Zeug auch gleich mal einschmelzen. Erstmal Goldbarren. Und dann veredelter Molochit. Veredelt auch noch. So, mal kurz save it easy. Ah komm, dann entdecken wir das halt jetzt schnell hier. Mensch. Wir reisen über Stock und Stein. Himmelsrand unter freiem Himmel ist unser Heim. So, da haben wir doch schon die Stallungen. Von Windhelm. Dann hier haben wir noch irgendwie so ein Häusle. Ein Häusle, wie der Frank gesagt hat, nee. Zum Entdecken. Oh, und da wachsen viele Schneebären hier. Okay. Ha, viel entdecken, alles entdecken. Gibt es eigentlich auch ein Achievement dafür, wenn man alle Orte entdeckt? Ich glaube, das habe ich schon mal gefragt. Wäre auf jeden Fall cool, wenn... Na, wisst ihr was, wenn wir schon mal hier sind, dann entdecken wir Windhelm auch noch gleich. Wir müssen ja nicht reingehen. Entdecken reicht, dass wir später schnell hinreisen können. Oh, hallo, wer bist denn du? Nichts als Pferde, den ganzen Tag. Wisst ihr überhaupt, wie langweilig Pferde sind? Könnt die Pferde ja auch essen. Habe ich es jetzt schon entdeckt? Na, man muss anscheinend reingehen. Na gut, dann gehen wir rein. Sag mal, grüß Gott hier. Ja, so habe ich bis vor kurzem noch ausgesehen. Ob ich nochmal zurückkehre zur schweren Rüstung, ist fraglich, aber ich denke mal ja. Denn ich will euch ja auch wieder viel zeigen. Es ist ja so wie bei Medieval, ich will euch so viel wie möglich zeigen vom Spiel. Und deswegen wird wahrscheinlich Skyrim auch ein sehr langes Projekt. Esst uns alles weg, verpestet unsere Stadt mit eurem Gestank und weigert euch, den Sturmmänteln zu helfen. Hä? Aber wir haben uns auf keine Seite geschlagen, weil es nicht unser Kampf ist. Hey, vielleicht helfen diese Grau heute nicht beim Krieg mit, weil sie kaiserliche Spione sind. Kaiserliche Spione? Das kann nicht euer Ernst sein. Vielleicht statten wir euch heute Nacht einen Besuch ab, kleiner Spion. Wir haben Möglichkeiten herauszufinden, wer ihr wirklich seid. Hm? Hasst ihr die Dunkelelfen? Wollt ihr uns tyrannisieren und vertreiben? Nein. Ich hasse euer Volk nicht. Ich hasse eigentlich niemanden außer die Hochelfen. Dann seid ihr in der falschen Stadt. In Windhelm herrschen Vorurteile und beschränktes Denken. Eine solche Stadt ist eurer nicht wert. Es sah aus, als hätten die Nord euch behelligt. Das ist nichts Neues. Den meisten Nord in Windhelm sind wir egal. Aber Rolf ist bei weitem der Schlimmste.
Er betrinkt sich und läuft durch den grauen Bezirk, während er uns am frühen Morgen mit Beleidigungen überzieht. Wirklich charmant. Warum sollte man euch eigentlich für einen Spion halten? Manche Nord suchen nach allen nur erdenklichen Gründen, um uns verachten zu können. Und sie hassen nicht nur die Dunkelelfen. Auch die Argonier haben sie im Visier. Eigentlich ist für sie jeder Nicht-Nord Freiwild. Super. Gehöre ich auch dazu. So, hast du noch was zu sagen, nö? Passt auf euch auf. Das werde ich. Aber wartet mal, ist hier nicht diese Quest mit irgendwie... Sprich, mit Aventus Arentino ist doch hier, ne? Ja, da oben. Jetzt entdecken wir erstmal das Zentrum.